Und damit wieder herzlich willkommen zurück hier bei Dragon's Dogma Black Arisen. Wir sind in der Stadt Gran Soren angekommen. Einem riesigen Ding. Ungefähr das hier. Und ich würde sagen, wir gucken uns mal ganz sporadisch durch. Wir laufen hier so mal eine Sightseeing-Tour hier durch die Quarter durch. Da mal da hoch. Das probieren wir mal aus. Also, nach da unten. Keine Ahnung, was da steht. Offenbar irgendwas mit Trinken. Schön. Und hier, wo ich dachte, wir kommen durch, kommen wir gar nicht durch. Na toll. Ich möchte jetzt in meinem Camp mit raus. Gute Idee. Also wenn wir schon mit Pawns rumlaufen, könnten wir auch die Pawn-Gilde besuchen. Ja, warum nicht? Kann man ja tun. So, ich wollte jetzt eigentlich hier unten... Ach, hier ging es gar nicht lang. Scheiße. Sorry. Dann wieder nach oben. Auf den Marktplatz. Dort eine Quest. Die hören wir uns mal noch ganz kurz an auf dem Weg. Holdemite. Okay, wir sind das erste Mal hier und sollten doch wohl am besten was zum Schlafen suchen. Also wieder die Taverne ist eine wunderbare Quelle für Neuigkeiten. Da gibt's... Ah, sie meint wahrscheinlich das Ding hinten. Da gibt's ja eine ganz tolle Bar hier direkt hinterm Tor und das wird wahrscheinlich das Ding hier vorne sein. Gut, dankeschön. Hier war noch eine Quest. You seem the type unlike to judge a man by his mien alone. Okay, wir sehen aus wie jemand, der einen nicht einfach nur nach dem Aussehen richtet. I ask you a favor, sir, if it please you. A wise choice. I warrant you'll be eager to hear what I have to say. Okay, er möchte uns ganz, ganz dringend was sagen. I have long searched for a certain tome. Er sucht schon lange nach einem bestimmten Grab. Grimoire. Tis said its pages hold the power to grant the reader command of grand arcane magics. Mhm. Er sucht Salomés Grimoire. Vielleicht eine Art Memorandum von Salomé. Auf jeden Fall irgendwas, was dem Leser die Herrschaft über große arkane Magie verschafft. The book itself is ensorcelled, you see. Even a novice is as a grand wizard with that grimoire in hand. Okay, das Buch selbst ist also so verzaubert, dass sogar ein Novize sofort ein großer Zauberer werden kann, wenn er nur diese Grimoiren in Händen hält. I would ask you to seek it out and bring it to me, sir. Bin doch nicht bescheuert. Also wir sollen das suchen und dann ihm überreichen. Mir würde da spontan was Besseres einfallen. Guter Steffen. Pray, let us speak of such things once you have found the book. Und über die Belohnung erst danach reden wollen. So sieht's aus. Der bringt uns doch um mit seinem Wissen dann. Ich weiß das ganz genau. So, hier könnten wir ein bisschen durch die Gassen gehen. Können wir? Wir können... No, wir können nicht durch. Kein Durchgang. Okay, ist der Marktplatz. Hallo. Ah, say, friend, have you chanced upon a strange old man of late? Shady mean, queer mumblings. Ja, wir haben schon mit ihm gesprochen. Ich weiß. Name I hear far too oft these days. Also irgendein komischer Mann mit grimmiger Miene, der wird Elysion genannt. I've business with him myself. Okay, wir sollen den nicht vergessen. Er hat noch was mit dem zu regeln. Noch ein Wörtchen. Auf ein Wörtchen mit ihm. Können wir? Ja, wir können. Okay, gut. Sorry. Nur mal kurz Füße frisch machen. Die stinken doch in den Schuhen. Das ist diese Taverne, von der gesprochen wurde. Ein Bierhaus. Welcome to Arsmith's Alehouse, friend. Warum haben wir gerade Gold verloren oder bekommen? Ich habe es gar nicht so richtig verfolgt. Es hat nur geklimpert. Okay, er glaubt an seine Majestät, die ihm von den Drachen befreien wird. Das finde ich toll. So ein bisschen Glaube, liebe Hoffnung. Super. Ja, also
Er bewundert, dass wir, dass jedes Stückchen von uns auferstanden ist. Okay, also alle komischen Gestalten kommen jetzt in die Stadt und suchen alle ein bisschen Geld. Wir sehen wie eine sehr vertrauenswürdige Gestalt aus. Natürlich sind wir das. Toll, danke. Ich hätte jetzt erwartet, da kommt ein Auftrag hinterher. No trespassing, okay. Gibt's hier noch was Schönes für uns? Wir können ja immer alles mal mitnehmen und irgendwann finden wir das und dann freuen wir uns, dass wir die Quest haben. Ja, confirm. Obwohl, ich will erstmal gucken, was da drin steht. Was sollen wir denn machen? Sir Mercedes. War Mercedes nicht vorhin ein Frauenname? Sir, Mercedes has a refined look to her. Ich weiß nicht, wie man das lesen soll. Okay, also doch, es geht schon um Mercedes, die jeden anderen in der Kompanie unter den Tisch trinken kann. Okay, also wir sollen ein bestimmtes Bier finden, ganz grob gesagt. Oder für ein bestimmtes Bier was finden. Gut, Ocean's Bounty. I've need of fish. The larger and fresher, the better. Okay, wir sollen Fische fangen. Auch das kriegen wir hin. Witch's Brew. Ein Hexengebräu. Unglaublich viele Erfahrungspunkte. Ich glaube, das machen wir erst später. In meinen Großvaters Tagen war ein Tränkemacher in diesen Wäldern. Eine Hexe, um genau zu sein. Bring ihr Kräuter und sie macht ein Bier wie kein anderes. Okay, wir sollen also, ich glaube, ein Bier brauen oder sollen wir nur... Ja, wir sollen Kräuter sammeln, um ein Bier zu brauen. Ein Hexenbier. Ein verhextes Bier. Dann... von einem anderen Land gibt es einen offiziellen Auftrag. Wow, 200.000 Gold. Krass. Wir sollen diese Wünsche halt stillen, die hier von dort kommen. Foreign Service. Okay, und das hier? Also irgendjemand hat seine Börse verloren. Und wir sollen sie wiederfinden. Kriegen wir auch hin. Und das hier. Wow, Budgets. Vielleicht irgendwas zum Auszeichnungen oder sowas? The Horns. Wir sollen Hörner sammeln. Also wir sollen Trompetenhörner. Also Zeug sammeln. Ihr wisst schon. Ihr wisst doch schon, was ich meine. So, komische Akustik hier drin. Hier können wir doch bestimmt was zerstören. Komm schon. Ja, na klar. Wir machen uns hier, weißt du, wir reißen uns den Arsch auf und dann kommt unser Porn, kickt einmal rein und das war's. Mann. Okay. So, da und dort einmal zum Fluss. Vielleicht geht das sogar. Mal schauen. The door is closed. The door is closed. Oh, hallo, wer bist denn du? Poem. Hello, Poem. Oh, wir sind schon Level 11. Ich würde sagen, wir rüsten mal einen neuen Porn auf. You cannot take on any more followers without releasing one of your current companions. Und jetzt müssen wir uns aussuchen, welchen Porn wir ersetzen wollen. Rook ist Level 6, Falcon ist Level 6. Ich weiß gar nicht, welche Klasse sie ist. Sieht aus mit einem Ding hier wie ein Magier. Ich würde sagen, wir ersetzen erstmal Rook. I am honored to travel with you. So. Sie fühlt sich geehrt, mit uns reisen zu dürfen? Ja, bestimmt. Bestimmt. Glaube ich schon. Ja, war genau der Richtige. Nein. Oder? Hä? Hä? Ich muss mal ganz kurz gucken, was unser Porn jetzt so kann. Fuck. Sie ist Krieger. Fighter, Warrior, Fighter. Und wir sind Strider, aber ich möchte gerne einen Magier. Ich würde sagen... Hallo, Rook.
hallo. Können wir doch vielleicht nochmal miteinander reden? Ja. Und wir releasen mal Falcon. So. Zumindest bis wir was Besseres gefunden haben. Ja, Falcon. Unsere Pfade kräuten sich bestimmt mal wieder. So, da unten ist ein Fluss. Den könnten wir hineinspringen und sterben. Das wäre ganz lustig. Muss aber auch nicht sein. So. Dann mal den hier angequatscht. Hallo, Stadtwache. Geht nicht. Ah, wen haben wir denn hier? Hallo, Nishka. Da sind wir doch schon bei einem Magier. Wunderbar. View Details. A Mage. Rank 4. Finde ich gut. So, hat nichts. Ist weder so, weder geratet, noch kann sie in Kampf was, noch ist sie großartig hilfreich, aber was soll's. Nehmer. You cannot take on any more followers without releasing one of your current companions. Danke für den Hinweis, das tun wir doch gleich, indem wir wieder Rook entlassen. Rook, war schön mit dir. Ja. Das sagen sie alle. Bestimmt. Ist ja schon mal passiert. Ihr beiden seht verdächtig aus hier. Auch ein Pawn, oder? Alle sind hier Pawns. Schon krass. Dankeschön, aber nein, danke. Oder anders gesagt, danke, aber nein, danke. Also hier laufen überall Pawns rum. Sehr spannend. Auch hier ist wieder kein Durchkommen. Jetzt laufen wir, ach, wir laufen jetzt mal hier oben lang. Wo muss man da lang? Da oben lang. Da müssen wir. Sieht schon cool aus. Sieht schon cool aus. Kann man nicht anders sagen. Müssen wir jetzt da lang? Oder kommen wir doch gar nicht hoch? Das ist ja blöd. Wir müssen jetzt also faktisch wieder zurücklaufen. Das tut mir leid. Aber das gehört halt auch zu Sightseeing-Touren dazu, dass man auch mal zurückläuft. Da können wir nach unten auf eine untere Ebene wechseln. Lohnt sich das mal auszukundschaften, was da unten ist? Ich würde sagen, das sehen wir schon noch früh genug. Das kommt bestimmt noch. So, und hallo, welcher Pawn bist du denn? Hallo, Clark. Okay, hier können wir ein bisschen abkürzen. Aha. Ein Kistchen. Hallo. So. Und das war's. Na, tolle Karte. Ein bisschen springen. Tötet uns das? Tut uns das weh? Nö. Finde ich super. Dann wieder hier nach oben. Und jetzt, ich glaube, die Straße hoch, oder? Ich gucke lieber nochmal nach. Straße hoch. Ja, ihr könnt auch erst nochmal nach rechts abbiegen. Und hier ein bisschen durchgucken. Vielleicht gibt es hier noch was Schönes. Kommen wir da rein? Kommen wir da rein? Kommen wir da rein? Gibt es irgendeine Tür, die wir hier betreten können? Und hält sich an allen Klippen fest, aber hier an so einem Ding. Ne, geht nicht. No. Hallo. 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 Okay. Mit dir habe ich schon gesprochen. Hallo. Die lernen alle das Gleiche in der Schule. Wenn dich ein Fremder anspricht, musst du immer den Satz sagen: Strange clouds hanging over these lands. Okay. Der Jasper kann uns gar nichts sagen. Jetzt sagt er doch aber was. Ah, okay. Scheiß drauf. What is it? The road beyond is closed. Now turn back. We dread the unknown. An ill known. Der andere? What is it? Sagt gar nichts. The road beyond is closed. Ich wäre nicht ich. Nein, das ist ein bisschen blöd. Ich sag mal, wir versuchen mal was. Und zwar, was passiert eigentlich? Ja, ist ja gut. Was passiert, wenn wir? Ja, ihr wisst, was ich vorhab. Okay. Ich wollte mal angreifen. Mal schauen, was passiert. Passiert gar nichts. Wir können gar nicht angreifen. So, hier ist die City Wall. Mal schauen, was wir hier noch so Schönes finden. Ein Stein. Stein. Nishka, Stein. Schon mal gesehen? Gefühlt? Stein. Willkommen in Assassin's Creed. Wäre ja vielleicht auch mal ein Let's Play wert.
Gibt zwar schon 20.000 Mal, aber macht immer wieder Spaß. Hallo Stadtwache, Fall nicht. Können wir ihn eigentlich? Cool, können wir. Tschüss. So, und jetzt? Was passiert? Passiert jetzt irgendwas? Kriegen wir irgendwie Ärger oder so? Ich meine, hallo, wir haben gerade eine. Wir haben hier gerade Beamten beleidigt und so. Tätliche Gewalt. Passiert was? Es ist was passiert. Tatsache. Wir sind gefangen genommen. Cool. Ja, also wenn wir das Gesetz brechen, dann werden wir... Ja, klar, es ist alles selbstverständlich. Okay. Gut, ein paar Pilze sammeln. Gehört ja mal dazu, muss man mal ausgetestet haben. Shackles. Okay, und wir kommen hier wieder raus. Wie kommen wir hier wieder raus? Hallo? Kommt hier gleich jemand vorbei? Libyard! Ist echt schön, dass wir jetzt gefangen genommen worden sind, aber es muss doch irgendwie vorbei sein. Es muss doch irgendwas passieren. Irgendwie so, schlafe 5 Stunden, dann bist du wieder frei oder sowas. Wir haben gerade Zeugs aufgenommen. Hilft uns das irgendwas? Nee, wir haben kein Inventar gerade. Das ist ja blöd. Hey, warte. Warte. 5000 Gold, um frei zu sein? Fick dich. Frechheit. So, was können wir jetzt hier machen? Komm, bitte, sag. Sonst muss ich hier vorspulen. Ist was Spannendes passiert. Ja, wir haben uns gerade wieder freigekauft. Wir sind wieder frei. Haben wir noch all unser Equipment? Ja, alles noch da. Equip. Nein. Auch wieder equippen. Kopf hat man nie. Bringt uns nichts. Bringt uns was. Unsere Gefangenenkleidung ist deutlich besser als alles, was wir sonst haben. Hat ja was gebracht. Das war geplant. Das war total geplant. Das ist ja schon ein bisschen peinlich. Ist ja heftig. Ja, ich würde sagen, wir sind gut ausgerüstet. Ne? Wie gesagt, ist ein bisschen peinlich, aber ansonsten völlig okay. Mann. Na gut. Jetzt wissen wir wenigstens, was passiert. Und können ein wenig über die Dächer springen. Zumindest bis wir tot umfallen. Wuhu! Städtisches Quartier. Okay. Bringt uns das eigentlich irgendwas, hier lang zu jumpen? Wahrscheinlich nicht, oder? Können wir irgendwas abkürzen oder so? Nö. Ich wette, wenn ich das jetzt mache, werde ich dabei sterben. Na, ich mach's lieber nicht. Ich sterbe. Ich sehe es schon. Zurück. Und wieder zurück. Unseren Monster-Springen-Skills. Wie kommt ihr jetzt hier hoch? Mach, die kommen schon irgendwie hoch. So, was haben wir hier? Ach so, außen sieht ein bisschen nach Baracken und Handwerkszeug aus da unten. Ach! Diese Cheater. Nee. Okay, also mal von oben gesehen. Auch schön. Loot. Ein royales Banner, finde ich auch gut. Können wir hier irgendwas benutzen?
leider nicht. Hier können wir wieder nach unten. Da können wir weiter nach oben. Noch einmal kurz gucken, was es da oben so gibt. Das wusste ich doch. Das habe ich gerochen. War Budget. Ach, die sollen wir, davon sollen wir 50 Stück sammeln. Von diesen Trompeten. Kriegstrompeten. Hallo? Es ist doch echt. Es ist deprimierend. Es ist wirklich deprimierend. Da kommen wir nicht durch. Okay. Können wir abkürzen? Ja. Genau, wenn wir fragen, kommt die Einblendung. Finde ich super. Danke, Spiel. Okay. Und auch hier. Wupp. Und das immer wieder. Ein weiteres War-Budget. War-Bugle. Schlag doch bitte mal mit drauf. Ihr faulen Pawns. Und irgendwas Abgetragenes. Man weiß ja nie. Ein Stein. Lasst uns den Stein der Wahrheit nehmen. Okay. Wofür auch immer die Schießscharten brauchen. Sind Fenster. Interventives. Wir haben irgendwas Flüssiges, Interventives gefunden. Finde ich super. Keine Ahnung warum, aber finde ich super. Was haben wir hier? Mysteriös. Nichts von besonders spannender Bedeutung. Ach, hier sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück bei Dragon's Dogma. Wir sind hier das erste Mal in der Stadt. Ganz oben. Okay. Gut, das haben wir gesehen. So, was können wir noch uns anschauen? Wir können mal nach links in dieses Vorhofsgebäude. Nein, hier gibt's. Ah, wir können einmal in den Waffenladen, in die Armory hineinschauen. Also eine gute Waffe ist heutzutage genauso viel wert wie Unterschlupf oder wie Zeugs. Erstmal schauen, was macht denn Enhance? Wie können wir denn enhancen? Ach, cool, wir können jedes Ding. Ist das so günstig? Ist das so teuer? Okay, also eine einfache Verstärkung ist kein Problem. Ich wüsste aber ganz gerne mal, wie viel das ausmacht, wenn wir den einfach verstärken. Moment. Erstmal in das Equipment reinschauen. Ja, danke. So. Dann zeig dich mal, Dolch. Ich finde es schade, dass hier nicht schon angezeigt wird, was für Werte der Dolch hat. Der Dolch hat jetzt gerade. Er macht offenbar 7 Schaden. Warum können wir das nicht separat? Die Details? Können wir Details? Ah, ja. Okay, 793,93. Und wenn ich jetzt mit ihm spreche und sage, jawohl, ich möchte enhancen. Enhance meine Runs, meine Rusted Deckel. Ach, da steht's ja. Ja, nehmen wir gerne an. Die einfache Verstärkung, günstig und effektiv. Auf jeden Fall. Der Mace, niemand braucht einen Mace. So, der Bogen, 100 Gold zum Verstärken, auf jeden Fall. Machen wir auch. Vielleicht hätte ich auch erst gucken sollen, was wir eigentlich so gebrauchen können. Egal. Zu spät. So was brauchen wir bestimmt nicht, oder? Paket, wer braucht schon Pakets? Entschuldigung. Shackle, wer braucht schon Shackles? Entschuldigung. Das ist nur das Royal Banner, das behalten wir mal lieber. Das ist auch viel wert, aber das Spaten für einen Farmer behalten wir. War Budget auch, Seeker's Tomb auch, Blank Scrolls auch, man weiß ja nie. Mace, den kann man verkaufen. Den würde ich gerne. Achso. So. So, verkauft. Verkauft. Das ganze andere können wir gerade nicht anlegen, weil wir hier, weil dieses Shirt
mehrere Teilbereiche des Körpers abdeckt, offenbar. Deswegen können wir das alles nicht anziehen. Das bewahren wir lieber mal noch auf. Man weiß ja nie, was wir noch so kriegen an guten Zeugs. So, können wir hier irgendwas verkaufen, was wir definitiv nicht... Ich weiß noch gar nicht, was wir brauchen und was nicht. Ratchet Bone. Das ist so viel wert, das ist bestimmt irgendwie für eine Zutat wichtig. Erstmal behalten. Wir brauchen gerade noch nicht dringend Gold, also erstmal noch behalten. So. Was können wir denn so buyen? A Trusty Sword. Kann man alles nicht tragen, kann man nicht tragen. Throat Cutters. Oh, die sind aber wesentlich stärker als alles, was wir gerade haben. Und solche Stiletto. Auch der Bogen ist deutlich härter als das, was wir jetzt mit Zeugs, ne? Wir haben es ja. Change your equipment. Und zwar bitte zu diesem hier. Und dann Throat Cutters oder Stilettos. Ich würde sagen, Throat Cutters reichen. Die sind einfach deutlich günstiger. Das muss so reichen. Dankeschön. Change your equipment. Auf jeden Fall. So, damit sollte das Spiel jetzt wieder deutlich leichter sein. Rein theoretisch. So, das haben wir auch. Wir können uns ja komplett eindecken. Okay. Diese Gefangenenkleidung ist echt gut. Ist ja schlimm. Kann man nicht tragen, kann man tragen. Und was dann schon deutlich besser wird, ist dann wieder... Ach, das sind genauso... offenbar Kleider, die alles Mögliche abdecken. Die haben dann bestimmte... Interessant. Bestimmte Resistenzen. Lightbrons preserves mobility while protecting the most vulnerable parts of the upper body. Noch wisst ihr was. Sag ich mal nicht nein zu. Change your equipment. Und schon sind wir ein Gladiator. So, können wir jetzt dazu anderes Zeug tragen? Können wir. Sehr gut. Freut mich sehr. Jewelry und Arms und Head. Das haben wir alles noch nicht. Also was für ein Kopf. Damit können wir noch gut drauflegen. 8 und 7. 11 und 11 und dazu noch viele andere Resistenzen. Können wir uns leisten. Nehmen wir mit. Hallo? Ach, ich vergesse immer erst auswählen. So, das nehmen wir. Machen wir gleich. Equipment changen. Und was für die Arme. Magie brauchen wir nicht. Ist egal. Mit verschiedenen Resistenzen drauf. Rückhörige. Was ist denn der Unterschied zwischen diesen beiden hier? Das hat doch deutlich mehr. Das ist leichter, hat mehr Resistenzen. Verstehe ich nicht. Ist gekauft. So, jetzt changen, jawohl. Zum einen Kopfbedeckung. Und zum anderen was für die Arme. So. Dann. Ach, die brauchen alle nichts. Die brauchen nichts. Dann können wir wieder das verkaufen, was wir nicht mehr brauchen. Und dann geht's endlich weiter. Plebejisches Shirt. Wer will denn sowas? So. Okay. Können wir die gleich noch günstig... Ja, die können wir gleich noch günstig verstärken. Das machen wir mit. Den sylvanischen Bogen genauso.
Silva, lateinisch für Wald. Deren Zeug können wir auch leicht verstärken. Machen wir das auch. 70 Gold, das ist doch geschenkt. Ernsthaft. Könnte uns sogar eigentlich deutlich stärkere. Wisst ihr was? Bei Isolde lohnt sich das ja sogar. Weil Isolde ist ja unser eigener Porn. Da können wir auch ruhig ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr draufhauen. Na klar. Hunk of All, Hammer. Bisschen Gold, Hammer. So. Beim Rest, sagen wir. Okay, also alles können wir verstärken, außer Juwelen. Außer Jewelry-Zeugs. Okay, die kennen wir doch. Die kennen wir doch. Na, liebe Madeleine, was du zu sagen hast, das werden wir erfahren, aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin, danke fürs Einschalten und ciao.